Hi und herzlich willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns Irmgard Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Wir möchten für dich die Einladung sein, dich wieder lebendig zu fühlen und deine eigene wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit deiner Wahrheit zu tun. Fühl dich frei, dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge zwischen Mutter und Tochter in der Lebensfreude-Lounge. So schön, dass du wieder zugeschaltet bist und uns lauschst oder auch siehst, je nachdem, auf welchem Kanal du uns hier folgst und bei unserem Podcast mit dabei bist. Und heute wollen wir über das liebe Thema Geld sprechen. Das liebe Thema Geld, es ist mir nochmal so in Erinnerung gekommen, wo ich auch eigentlich herkomme, wie viel Prägungen ich eigentlich auch mitbekommen habe von meinem Elternhaus. Also mir ging es schon gut im Elternhaus, musste nicht hungern oder so. Aber im Hinblick aufs Geld ganz, ganz viele Prägungen mitbekommen habe. Und ob wir das jetzt wollen oder nicht, das gehen wir ja irgendwie weiter an die nächsten Generationen. Vielleicht auch mal noch so das Beispiel dazu, was wir ja alle kennen, damit du es dir noch besser bewusst machen kannst. Kennen wir alle dieses Flohbeispiel, wenn Flöhe irgendwo in einem Glas sind und hüpfen gegen die Decke und können da nicht raus, ist ganz rasch das Programm angelegt. Ich darf nur bis zum gewissen Punkt springen, dann macht's Aua am Kopf und dann springen Flöhe immer so hoch. Und das geben die natürlich auch an die Generationen weiter, weil das ist einfach in den Genen dann so angelegt. Und so haben wir nur zum Bewusstmachen keine Elternschelte oder so oder mit irgendwie schlechtes Gefühl oder Schuldzuweisung. So haben wir natürlich im Hinblick aufs Geld ganz, ganz viele interessante Ansichten und Prägungen mitbekommen. Und ich kann mich gut so erinnern, in der Kinderstube, wie oft als ich so im Teenageralter war, da gab es so ein Lokal im Dorf und eine Cola hatte 80 Cent gekostet. Das war halt zu D-Mark- und Cent-Zeiten noch, ne? Also 80 Pfennige, Pfennige waren das. 80 Pfennige hat das gekostet. Und wir hatten so ein kleines Kästchen zu Hause. Meine Mutter war halt sehr, sehr abhängig gefühlt von meinem Papa. Die hatte nie eigenes Geld. Ganz, ganz interessante Ansichten im Hinblick aufs Geld. Immer gedacht, wenn ich kein Geld habe, dann muss ich sterben und solche Dinge. Habe ich natürlich auch zum Teil übernommen, bis ich es dann mal erkannt und lösen durfte. Aber wie oft wollte ich so gerne ins Dorf gehen zu meinen Freundinnen, eine Cola mir erlauben und habe da tatsächlich die Pfennige zusammengezählt. Pfennige und 2 Pfennige und 5 Pfennige. Bis ich 80 Pfennige zusammen hatte, um dann ins Dorf zu laufen und mir da eine Cola leisten zu dürfen. Das hat ja als Kind ganz viel mit mir gemacht. Ich war dann natürlich auf der einen Seite happy, als ich die 80 Pfennige zusammen hatte. Auf der anderen Seite, Geld ist Mangel. Das hat sich ja ganz tief in meinem Unbewussten abgespielt und hat sich dann natürlich so durch die Jahre durchgezogen, trotzdem ich gut verdient hatte, im öffentlichen Dienst, im Vorstandssekretariat. Aber die Monate haben meist länger gedauert als Geld, weil ich immer, immer das Gefühl hatte, es ist kein Geld da und ich muss dem Geld hinterherrennen. Und da kann ich mich an eine Situation erinnern, und deshalb haben wir auch gesagt, wir müssen heute unbedingt drüber sprechen, um mich dazu ermutigen, dass ich euch, dir und Roman, also dein Bruder, dass wir euch versprochen hatten, ins Kino zu gehen. Da war ein Kinderfilm ganz neu rausgekommen. Welcher es war, weiß ich nicht mehr, das ist schon zu lange her. Aber ihr habt euch so darauf gefreut. Und dann gucke ich auf meinen Kontostand und was war? Interessanterweise ist noch irgendeine Rechnung abgebucht worden. Und da war Kino einfach de facto im Moment nicht mehr drin, weil Konto war so bis zum Anschlag überzogen, no chance. Dann sind wir tatsächlich in den Keller gegangen, das habt ihr ja damals nicht mitbekommen, haben Leergut geholt,
das Auto voller Leergut gemacht, was wir da noch so alles gefunden hatten. Und das war genau ungefähr der Betrag, dass wir mit euch da konnten ins Kino fahren. Weil ich nicht sagen wollte, ey, es geht nicht, weil ich euch gegenüber natürlich ja auch verheimlichen wollte, meine Prägungen zum Geld. Weil ich nicht darüber sprechen wollte, weil ich ja auch selbst mit mir ganz viel da gekämpft hatte. Ja. Und das ist das, was ich jahrelang ans universelle Feld ausgesendet habe. Geld ist Mangel, es ist kein Geld da. Ich muss ganz viel arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Und das hat sich ja dann einfach so durchgezogen. Und immer in der Situation gewesen, dem Geld hinterher zu rennen. Ja, genau. Und das ist natürlich ein super Beispiel für, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also du wolltest es und dann hat sich eine Möglichkeit geboten, weil man hätte ja auch einfach sagen können, nö, ist jetzt halt nicht drin, geht halt nicht, ne? Ich würde noch einmal das Flo-Beispiel aufgreifen, weil ich das vor einigen Tagen auch selber zum ersten Mal so richtig gehört habe oder ich glaube, also ich kannte es vorher nicht, deswegen würde ich es hier noch einmal aufgreifen, um es mal noch genauer zu erklären, was du damit vorhin gemeint hast. Für diejenigen, die es halt noch nicht kennen und auch für diejenigen, die es schon kennen, aber gerne noch mal hören dürfen. Und zwar geht es einfach darum, dass Flöhe, also diese Tiere, diese ganz kleinen Tierchen, die sind, glaube ich, anatomisch in der Lage dazu, 30 Zentimeter hoch zu springen. Also natürlich viel, viel höher, als sie groß sind. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die sind, ne? Aber ich glaube, es sind so 30 Zentimeter, die sie in der Lage sind, hochzuspringen. Und wenn man diese, also wenn die jetzt so frei rumhüpfen, na, dann sind die in der Lage halt eben 30 Zentimeter und dann springen die da so durch die Gegend. So, und wenn ich jetzt diesen Floh oder so zwei Flöhe nehme, ein Flohpärchen nehme und die in ein Glas stecke, das aber nur 10 Zentimeter Platz lässt. Und dann springen die zwar auch erstmal noch hoch, so hoch sie können, merken aber, oh, da tut's weh, wenn ich da nämlich so hoch springen will, da knall ich irgendwo dagegen. Beziehungsweise sie verstehen dann, ah, da wird dann Schmerz mit verbunden, wenn ich so hoch springe. Ne, so sind wir ja konditioniert. Pavlovscher Hund ist da vielleicht auch noch ein Beispiel dafür. Für diese Konditionierung. Das heißt, diese Flöhe gewöhnen sich ab, so hoch zu springen, also ihr volles Potenzial auszuschöpfen, um da auch in Metaphern halt auch zu sprechen. Und dann springen sie nur noch, sagen wir mal, 9 Zentimeter hoch, weil ab 10 Zentimetern tut's weh. Ab 10 Zentimetern geht's, ne, da kommt dann der Schmerz oder was auch immer. So. Das heißt, diese Flöhe, die gewöhnen sich an, okay, nur noch 9 Zentimeter hoch zu springen. Und dann, wenn wir die Flöhe dann rausnehmen, diese beiden, und dann einfach wieder frei hüpfen lassen, werden die nicht nochmal höher springen, weil sie haben gelernt, dass ab 10 Zentimetern tut's weh. Also ich springe nur 9 Zentimeter. Ne? Es ist ein Beispiel. Ich will jetzt hier keine Haarspalterei dann nachher auslösen, sondern es geht nur darum, dass du etwas ganz Wichtiges verstehst. Und zwar, wenn diese zwei Flöhe sich jetzt paaren und Babyflöhe kriegen, die bringen den ja dann theoretisch auch bei, nur 9 Zentimeter hoch zu springen. Anatomisch sind auch diese nächste Generation von Flöhen ist anatomisch dazu fähig, 30 Zentimeter hoch zu springen. Das braucht ein paar Generationen in der Evolution, bis sich das wirklich zurückentwickelt hat. Aber diese Flöhe sind dazu in der Lage, auch dieses volle Potenzial auszuschöpfen, tun es aber nicht, weil sie, nennen wir es Glaubenssätze, von ihren Eltern übernommen haben, ab 10 Zentimetern tut's weh. Und so geht es dann weiter. Und die haben zwar selber nie in diesem Glas gesessen, diese Babyflöhe, und trotzdem geben die es dann auch den nächsten Generationen weiter. Ab 10 Zentimetern tut's weh. Und das ist das, worum es geht, dass wir vieles einfach übernommen haben, weil irgendjemand in unserer Ahnenreihe mal irgendeine Erfahrung gemacht hat, sei es jetzt zum Thema Geld, weil das ja halt einfach das Thema sein soll von dieser Folge, und gemerkt hat, okay, irgendwas ist da, also da ist eine Grenze oder ab da tut's weh oder was es auch immer für
Glaubenssätze gibt, die wir so haben können. Ich möchte jetzt gar nichts in den Raum werfen. Und die das dann einfach weitergeben, bewusst oder unbewusst, weil wir haben natürlich auch unbewusst, ohne dass ihr jetzt solche Sachen gesagt habt, viel aufgenommen als Kinder, ne? Und es geht einfach darum, sich nochmal klar zu machen, was für ein Potenzial in dir steckt, dass da dieses ganz große Potenzial tatsächlich in dir ist, du nur bisher geglaubt hast, dass ab da irgendwo eine Grenze ist. Und dann gilt es wieder darum, diese Grenze zu weiten. Und natürlich ist das irgendwo dann auch ein unbekanntes Terrain, wenn wir dahin springen, weil keiner von unseren Vorfahren oder nur die ganz, ganz frühen sind über diesen Punkt hinausgekommen. Ne? Über dieses Potenzial oder zu diesem Potenzial hinausgewachsen. Aber dann gab es ganz so viel Deckelung, 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 dass das natürlich unbekanntes Terrain ist. Und Ja. das ist das, was sich dann auch unangenehm anfühlt oder wo wir dann halt einfach diese Wachstumsschmerzen spüren können. Aber es geht darum, wirklich sein Potenzial nochmal ganz zu entdecken, nochmal ganz klar zu sehen, hey, ich kann viel mehr, als ich bisher geglaubt habe. Und dass ich dann auch mir das eingestehe. Ja, da stecken auch so ganz viele Konditionierungen dahinter, was wir für möglich halten, was wir nicht für möglich halten, was normal ist, weil unser ganzes, das ganze Durchschnittseinkommen, die Preise, die wir da draußen finden, für Lebensmittel, für ein Auto, also ich spreche jetzt noch nicht von Luxusklassen, sondern für das Auto für den Otto-Normalverbraucher, wie man das so schön sagt, was ein Fernseher kostet, was ein Handy kostet, was der Strom kostet und alles. Das ist alles so eingerichtet, dass der Durchschnittsbürger damit so halbwegs gut über die Runden kommt. Natürlich gibt es welche, die liegen drüber, und es gibt welche, die liegen drunter. Und wenn wir das mal verstehen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch mal darüber hinauszugehen und darüber hinaus zu denken. Weil, so wie es jetzt vielleicht normal ist von der Denke, 2000 oder 2500 Euro oder 3000, also was du gerade für normal hältst, was du jeden Monat zur Verfügung hast, wenn wir jetzt mal in andere Währungen reingehen, ich denke gerade an Bali, was hier 3000 Euro sind, sind in Bali, ich kenne den Umrechnungskurs jetzt nicht, aber mal als Beispiel 30.000 Rupien. Nur mal als Beispiel. Da ist es normal, dass ich 30.000 Euro mal in der Hand, Rupien in der Hand habe, rein von der Zahl her. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass das alles nur interessante Ansichten sind, weil wir es so gewöhnt sind. Das ist so der Durchschnitt, damit kommen wir klar. Und dann ist so eine Instanz in uns, das kenne ich nur so gut auch von mir. Ich würde ja gerne mehr Geld haben, aber eigentlich geht es da ja ganz gut. Eigentlich kommst du doch ganz gut über die Runden. Und schon lassen wir uns von unserem, ich nenne das immer kleines Ich, das so subtil mit uns sich da unterhält, dass wir es oftmals selbst gar nicht uns selbst auf die Schliche kommen, schon bleiben wir wieder in der Komfortzone stecken. Weil Geld ist ja definitiv da. Die Menschen, die wir da draußen beobachten, mit dem Einkommen, wo wir denken, wow, ne? Egal jetzt in welcher Höhe, du hast ja da dein eigenes Beispiel. Das spricht dich ja an, weil es auf irgendeine Art und Weise in dir auf Resonanz stößt. Sei es das Einkommen, sei es das Auto, sei es die Kleider, sei es die Wohnungseinrichtung, wie auch immer. Und das kommt ja aus deinem wahren großen, aus deiner wahren großen Ich-Identität, die das eigentlich gerne hätte, sonst würde es dich nicht ansprechen. Und das mal als Botschaft zu sehen, die Dinge, die du im Außen siehst, wo du denkst, wow, hätte ich gerne, das ist alles auch für dich möglich, alles auch für dich da, alles auch in einer anderen Dimension für dich vorbereitet. Du darfst nur dafür gehen, aufhören, und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, aufhören, dem Geld hinterher zu rennen. Rein metaphorisch gesprochen. Sobald ich aufgehört habe, dem Geld hinterher zu rennen, war ich plötzlich in Situationen, wo Geld da war, aber ich gar keins gebraucht habe. Beispiel, auch aus eurer Kinderzeit, wenn wir Kleider kaufen waren, ich weiß nicht mehr, was Luz oder Roman,
er zu mir gesagt hat, oder beide, warum kaufst du dir denn keine Kleider? Wir kriegen immer neue Kleider. Mein Portemonnaie hat es damals nicht hergegeben. Ich habe auch oft so ein bisschen mit Tränen in den Augen da gestanden. Ich würde ja auch gerne, aber natürlich als Mama, das kennt jeder, die Kinder gehen vor und auch rein von der Physiologie her seid ihr ja da rausgewachsen. Habe ich dann, weil ich euch da ja nicht erzählen wollte, ich habe nicht mehr Geld, das war immer eine Challenge für mich, gesagt, ja, ich wachse ja nicht aus dem T-Shirt, aus den Kleidern raus wie ihr. Wenn ich mir was kaufe, ich habe ja auch früher zu wachsen, das passt mir ja. Ich brauche keine neue Kleider, Bluse, T-Shirt und so weiter. Ja? Und dann kam so die Situation, das weiß ich noch, wie wenn es der gestern gewesen war. Ich hatte so eine Gürteltasche mir gekauft, wo ich mein Portemonnaie drin hatte, weil ich so eine Weile auch gelebt habe, ohne Handtasche unterwegs zu sein. Und ich weiß nicht mehr, wie viel 100 € in dem Portemonnaie damals dann drin waren, wo ich einfach angefangen habe, mir anzugewöhnen, mit einer gewissen Summe Geld, es ist ganz natürlich, unterwegs zu sein. Das hat im Übrigen auch mal mit 50 € angefangen. Das war schon eine Challenge für mich, immer 50 € im Portemonnaie zu haben. Aber jedes Mal, wenn ich ja da reingeguckt habe, habe ich nicht in ein leeres Portemonnaie geguckt, sondern immer ja gesehen, es ist Geld da. So ist aus den 50 € dann mal ein 100er entstanden, ein 200er, 500 € gab es damals auch noch, gibt es ja heute nicht mehr. So, aber damals waren es, glaube ich, nur ein paar 100 €. Und dann war ich im Geschäft unterwegs oder in Geschäften unterwegs und wollte mir was kaufen, weil das Geld war ja da, wollte mir Kleidung kaufen, aber nichts hat mich angesprochen. Ich weiß nur, dass ich wieder zurück nach Hause gefahren bin mit dem befriedigenden Gefühl, ich hätte mir jetzt dies und jenes kaufen können, aber es war nichts dabei, wo mein Herz, meine Seele, mein Körper wirklich gesagt hätten, yes, that's it. Das war ein wichtiger Aspekt, den ich damals verstanden hatte, als ich aufgehört hatte, dem Geld hinterher zu rennen, sondern mein Sein auf Empfang gestellt habe. Das hat alles verändert. Ich habe manchmal oder öfter über eine Phase auch morgens da gestanden, metaphorisch mir einen Wäschekorb vorgestellt, weil einer meiner Mentoren hatte mir das damals gesagt, einen Wäschekorb vorgestellt, den ich in der Hand halte, die Augen schließe und mir vorstelle, wie es 100, 200 und 500 € Scheine in diesem Wäschekorb regnet. Physisch ist das bis heute nicht passiert, aber ich bin immer mehr in diese Vorstellung und in das Gefühl reingekommen, dass Geld zu mir fließt. Bin bewusster geworden. Und dann galt es natürlich, wenn man sich so auf den eigenen Weg macht, weil das war mir damals auch klar mit meinem Job im öffentlichen Dienst, ist ja auch gedeckelt bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einer gewissen Gehaltsgröße, geht ja nicht weiter. Da wollte ich ja auch raus. Ich wollte ja mein eigenes Ding machen. Dass ich dann viel leichter diesen Impulsen gefolgt bin und andere Dinge gemacht habe, damit das Geld dann auch zu mir fließen konnte. Weil das ist das, wo ganz, ganz viele aus meiner Sicht auch so ein bisschen, ja, so denken, ich hätte zwar gerne mehr Kunden, das war ja bei mir auch schon der Fall, aber dann kommt ja auch mehr Geldenergie. Von der Ratio her wollen wir es. Aber solange wir nicht uns dann wirklich auch erlauben, die Kunden zu empfangen und was daraus dann erfolgt, die Geldenergie zu empfangen, solange wir uns die Geschichte erzählen, ich brauche ja eigentlich nicht mehr, geht er ja eigentlich ganz gut, kann das nicht funktionieren, habe ich so oft beobachtet. Bei mir, ja. Das als Ermutigung für dich und als Fazit, erlaub dir, Geld zu empfangen. Geld ist da, auch für dich. Und du bist auch wie jeder von uns ein unendlich großes Wesen, das das Allerbeste verdient hat und alles das empfangen kann, was du dir nur vorstellen kannst. Genau. Ja, mir ist da auch gerade noch eine ganz, ganz spannender Aspekt eingefallen, den ich schon öfters beobachtet habe. Weil es gibt dann so drei Stufen irgendwie. Das eine ist, du hast irgendwie kein Geld. Das ist jetzt halt gerade nicht. Und du gehst dann in ein Geschäft und denkst, ich hätte jetzt so Lust da drauf. Ich würde das gern kaufen. Ich will das haben, ne? Und dann trauerst du den Sachen so hinterher, weil du dir denkst, ich hätte das so gern, aber ich kann es jetzt halt irgendwie gerade nicht kaufen. Ne? Und dann gibt es die nächste Stufe, das Geld ist dann da. Und dann wird ganz viel gekauft. Und dann kaufe ich. Und dann kaufe ich auch Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauche, gar nicht will, aber ich kann sie kaufen. Und ich glaube, das ist so ein, ja, so ein innerer Aspekt von,
nochmal den Mangel aufarbeiten, den man im Inneren spürt, weil man sich dann beweisen kann, hey, ich kann es mir doch kaufen, ne? Ich kann das mir kaufen. Und so wie wenn man eine Katze oder irgendwie ein Tier, wenn das halt irgendwie zu wenig zu futtern kriegt, ne? Und dann ist es so in diesem Mangel-Notzustand des Körpers, wo dann alle Reserven aufgebraucht werden. Und wenn dann wieder Essen da ist, dann geht es ganz, ganz schnell rein, damit die Fettpölsterchen wieder gefüllt werden. Damit, falls das wiederkommt, der Körper bereitet sich so darauf vor, falls das wiederkommt, habe ich nochmal Polster und habe ich nochmal Reserven. Deswegen esse ich jetzt ganz viel. Das ist ja dieser Jojo-Effekt. Und genauso auf dieser geistigen, energetischen Ebene, dass wir versuchen, diesen Mangel, den wir erlebt haben, ganz schnell wieder zu kompensieren. Ganz schnell wieder viele Sachen kaufen, damit ich mir wieder beweisen kann, dass ich es kann, dass ich Geld habe, dass was auch immer. Und dann gibt es diesen dritten Teil, diese dritte Stufe, wo ich Geld habe. Und das ist eigentlich, die mittlere Stufe dürfen wir eigentlich überspringen, weil das oft einfach so unnötige Käufe sind. Das ist ja dann auch irgendwie ein, naja, Umgang mit Geld. Naja, auf jeden Fall, dass wir uns halt das kaufen und dann kaufen, wenn wir es wirklich wollen und wirklich brauchen. Und nicht einfach nur, weil wir können, sondern dass wir so verbunden mit uns sind, dass ich das kaufe, was ich wirklich will. Also zum Beispiel, was können wir da nehmen als Beispiel? Nehmen wir mal Müsli-Sorten, ne? Ich nehme jetzt mal ganz einfaches, greifbares Beispiel. Es gibt da dieses Billig-Müsli. Ja, naja, schmeckt so, naja, aber Hauptsache Müsli. Und dann gibt es dieses ganz, ganz, ich sag jetzt mal, teure Müsli, hochpreisige Müsli, ne? Also von höherer Preis. Und dann gibt es noch so im mittleren Bereich. So, und in dem Moment, wo wir im Mangel sind, greifen wir eher zu diesem, naja, Müsli. Hauptsache, um Müsli halt zu haben. Und wenn wir dann in dieser zweiten Stufe sind, von der ich gesprochen habe, dann greifen wir nach dem teuersten, so nach dem Motto, ich kann es mir kaufen, um das Tolle, ne? Aber eigentlich geht es vielleicht in dem Mittelbereich, gibt es da vielleicht eine Sorte, die du richtig geil findest, die du richtig gut findest und die dir eigentlich am besten schmeckt und dich am meisten anspricht. Und dann ist es ja auch wiederum Mangel, wenn ich das Teuerste nehme. Nur weil ich es kann. Aber obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Das heißt, Geld-Mindset im Mangel geht in verschiedene Richtungen. Und es geht immer wieder darum, das wirkliche Fülle-Geld-Mindset liegt ja darin, dass ich erkenne, was ich wirklich will. Da ist es egal, wie viel ich verdiene. Nicht ein Millionär. Oder jemand, der 1 Million im Monat macht und damit glücklich ist, hat nicht ein besseres oder größeres oder erfüllteres Geld-Mindset als jemand, der einfach glücklich ist mit 10.000 Euro im Monat oder 20 oder was auch immer. Also, das muss jeder für sich finden. Das heißt, ich finde meinen eigenen Weg und weiß, was ich will, ne? Und gehe dann auch dafür. Und dann muss es nicht die Million sein, dann muss es nicht das teuerste Müsli sein. Dann muss es nicht, nehmen wir Kleider, ich muss nicht zu Kick gehen, ich muss aber auch nicht zu Chanel gehen, wenn mir die Sachen einfach nicht gefallen. Wenn ich eine gute Qualität kriege und dafür halt eben im mittleren Bereich irgendwas bezahle, reicht das doch aus. Also es geht nicht darum, dass das eine besser ist als das andere. Oder so. Es geht nur darum, wie immer, was du willst. Genau. Ich habe mir sogar, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky, aber probier das mal aus. Bei allem, was ich kaufe, sei es, geht es ums Müsli oder Kleidungsstück oder sonst was, mir die Frage stelle, kreierst du mir mehr? Wenn ja kommt, dann schaue ich, dass ich es auch kaufe. Und wenn ein Nein kommt, dann lasse ich es. Also simple, einfache Frage, auch wenn das ein bisschen spooky klingt, aber das funktioniert. Du hast einen Impuls dazu. Und da geht es natürlich darum, auf den ersten Impuls zu lauschen. Kreierst du mir mehr?
Oder du kannst auch fragen, bringst du mir mehr Geld? Wenn ein Ja kommt, ja, dann gilt es, das dann natürlich auch dem Impuls zu folgen. Wenn ein Nein kommt, lassen. Und ich würde noch gerne zum Bewusstmachen zur zweiten Stufe auch was sagen, weil, das habe ich bei mir auch entdeckt, Geld wirklich anzunehmen und Geld wirklich zu haben, das habe ich ja auch erstmal nicht gekannt, weil ja immer nur Mangel da war. Und das ist mir so bewusst geworden, als ich zum ersten Mal eine Kundin hatte, und ich vorher so den Impuls hatte, meine Preisgestaltung ein bisschen anders zu machen, das ist jetzt ganz, ganz viele Jahre schon her. Und die hatte mir 300 Euro für das Coaching auf den Tisch gelegt. Die 300 Euro, die haben einfach erstmal da gelegen. Ich konnte die gar nicht anfassen. Ich habe geweint. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich habe geweint, weil ich einfach erstmal nicht in der Lage war, das Geld anzunehmen. Lag einfach mal ein, zwei Tage da. Und wenn wir uns dann mit Geld nicht wohlfühlen, wie mit irgendetwas anderes auch im Leben, wo wir uns nicht wohlfühlen, naja, da gibt es eine Instanz in uns, die dafür sorgt, dass dieser Bereich geht. Und das ist das, was dann passiert, wenn wir uns mit Geld nicht wohlfühlen, uns nicht gelernt haben, einfach Geld zu haben, freuen wir uns über den Geldeingang, aber sorgen auch ganz schnell wieder dafür, dass es weg weiterlaufen kann. Das sind so die Situationen, wo wir uns dann noch eine Rechnung manifestieren oder es geht noch irgendwas kaputt, ja, oder was auch immer, oder wir kaufen Dinge ein, wo wir im Nachhinein dann denken, nee, hätte ich nicht gebraucht oder was auch immer, so Fehlkäufe. Daraus resultiert was. Und eine Sache noch. Also, was ich jetzt sage, kann man auf alle Lebensbereiche übertragen. Aber lass uns das beim Thema Geld mal gerade nehmen. Das, was ich zu vermeiden versuche, es wird kommen. Ich hatte heute Morgen irgendwie schon ein Beispiel, lustigerweise. Ich habe mir Kakao gemacht. Und bin mit der Tasse, also ich wollte nichts versuddeln, ne? Ich wollte das, ne? Ich wollte kein Chaos hier machen, ne? Ich wollte einfach nur aus dem Topf raus halt den Kakao in meine Tasse umfüllen. Bin dann aber irgendwie ein bisschen ungeschickt mit der Tasse gegen den Rand gekommen und dann ist alles, ne, übergelaufen und so. Hab dann so zu mir gesagt, ja, genau das wollte ich vermeiden. Und dann dachte ich so, ah, genau, wollte es vermeiden. Genau das wollte ich vermeiden, deswegen ist es passiert. So. Und so funktioniert das mit allem. Das, was wir so zu vermeiden versuchen, sei es Geldmangel, sei es Angst, sei es was auch immer, alles, was ich zu vermeiden versuche, alles, vieles, was ich zu vermeiden versuche und was ich sehr vehement vor allem zu vermeiden versuche, wird eintreffen, wenn ich so in dieser Energie bin von, ich bin dagegen. Nein, 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 auf keinen Fall, das darf nicht passieren. Nehmen wir Geldmangel als Beispiel. Dann kreiere ich mir mehr Mangel, weil ich mit dem Fokus darauf bin, was ich nicht will. Aber alles, wo ich meinen Fokus drauf lege, bekommt Energie und wächst. Das heißt, das, was ich nicht will, bekommt Energie und wächst und irgendwann wird es zu meiner materiellen Realität. So. Und wenn ich jetzt aber hingehe und mich mehr darauf konzentriere, was ich wirklich will, und immer wieder meinen Gedankenswitch mache und merke, okay, das möchte ich nicht. Aber statt das dann einfach abzulehnen, dass ich dann sage, okay, was will ich denn wirklich? Ach, das, okay, dann gehe ich mehr in die Richtung. Da ist dann mein Fokus und das wächst dann. Und da habe ich auch noch einen ganz, ganz schönen Perspektivwechsel auch. Es gibt so viele Menschen, also es geht jetzt nicht darum, was ist besser, was ist schlechter, wirklich. Da ist jetzt die Bewertung raus. Es ist nur mal, um da mal einen Blick drauf zu werfen. Wir sind ja mehr darauf gepolt, mit dem klarzukommen, was wir haben. Das heißt, ich habe so mein Verdienst im Jahr und oder im Monat, ne, so und so viel habe ich im Monat zur Verfügung. Und dann gucken ganz viele, wie sie mit diesem Geld einfach klarkommen. Dann werden Zahlungspläne gemacht, Finanzpläne, dann werden Sparpläne gemacht. Dann gehe ich ins Geschäft und gucke, okay, ich habe jetzt zum Beispiel ein Budget von so viel und daher entscheide ich dann, kaufe ich die richtig geile Milch aus der Glasflasche, die Frischmilch,
Oder kaufe ich die Billigmilch aus dem Tetra? Ne? Es gibt einen Unterschied. Jeder kennt diesen Unterschied. Ob jetzt mit Milch oder was anderem, egal. Und dann sind wir oft so gepolt, dass wir gucken, wie wir damit klarkommen. Ne? Das kriegt man irgendwie auch so beigebracht. Warum haben andere Menschen mehr? Warum haben andere Menschen mehr erreicht? Weil sie sich eine ganz andere Frage gestellt haben. Und zwar, wie kann ich diese Situation verändern, sodass ich so lebe, wie ich vom Herzen her wirklich will, dass ich mir immer diese Milch kaufen kann, dass ich mir immer das Müsli kaufen kann, das ich wirklich will, statt irgendwie zu gucken, wie komme ich jetzt damit klar. Da ist nichts falsch dran. Nur, statt zu gucken, wie komme ich jetzt mit diesem Gehalt klar oder was auch immer, kann ich mich doch einfach fragen, wie kann ich mein Gehalt so vermehren, so verändern, meine finanzielle Realität so verändern, dass ich einfach mehr als genug habe, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss, ob ich jetzt die Milch aus der Glasflasche kaufe oder die aus dem Tetrapack. Dass ich, wie gesagt, auch nicht nur das Teuerste brauche, aber auch nicht nur das Billigste, sondern einfach das, was ich wirklich will, als individueller Mensch. Ja. Und wenn wir diesen Switch machen, weg von, ich muss jetzt gucken, wie ich damit klarkomme, beziehungsweise, wie habe ich es vorher gesagt, von dem, was ich nicht will, mit dem Fokus, hinzu, wie kann ich es denn verändern? Was kann ich denn anders machen, dass meine Realität auch anders ausschaut? Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Und ganz ehrlich, es gibt so, so, so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sein Einkommen zu vermehren, auch in Leichtigkeit. Du musst nicht unbedingt ein Online-Business haben, du musst noch nicht in Aktien investieren. Google doch einfach mal, was es für Möglichkeiten gibt. Und du wirst auf Möglichkeiten stoßen, die so einfach und so offensichtlich sind. Da wirst du denken, wie konnte ich da vorher nicht draufkommen? Weil diese Informationen, die werden uns nicht vorenthalten, die sind frei zugänglich. Aber es geht halt darum, sich neue Fragen zu stellen und eben diesen Antworten dann zu folgen, ne? Und das dann auch zu machen und da halt die Veränderung zu bringen, weil das ist möglich. Und noch ein wichtiger Aspekt, es geht jetzt auch nicht darum, sich dann nur aufs Geld zu konzentrieren und zu gucken, ne? Weil bringt dir das dann auch wirkliche Erfüllung, ist dann halt die Frage. Sondern was ich dann auch machen würde, ist, dass ich meine eigenen Stärken und Fähigkeiten anschaue, das anschaue, was ich mag, was ich will, was ich bin und das dann miteinander vereine, weil es wird auf jeden Fall mindestens eine Möglichkeit für dich geben, wie du ganz leicht und auch noch in Freude mehr Geld in dein Leben ziehen kannst. Also es ist möglich. Ja, einer meiner Glaubenssätze, den ich mir irgendwann mal angefangen habe, immer wieder zu erzählen, Geld fließt aus multiplen Quellen zu mir. Und ich weiß noch, als ich so meinen Seelenplan klar hatte und dem Ruf meiner Seele auch gefolgt bin, weil das ist auch wichtig zu erkennen, wir sind so, wenn man einmal auch nur im Angestelltenverhältnis war, wir sind dazu konditioniert, auch einmal im Monat kommt Geld aufs Konto und dann muss ich 30 Tage gucken, wie ich damit nachkomme. Und jedes Mal, wenn ich Geld vom Konto hole, die Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, am nächsten Tag weniger da. Schon in der Bibel steht geschrieben, auch wenn der Kopf jetzt rebelliert, nach deinem Glauben wird er geschehen. Der Kopf sagt ja, wenn ich jetzt 300 Euro vom Konto abhebe, wie sollen dann am nächsten Tag 300 Euro wieder drauf sein? Mit der Logik her ist das nicht erklärbar. Nur je mehr ich mich auch darin geübt habe und habe mal auch die Frage gestellt, Universum, wie geht's? Kann ich, gerade als ich so ganz mich komplett vertrauensvoll auf mein Herz und meinen Seelenweg begeben habe, wie ist es möglich, dass ich wenigstens zweimal im Monat Geld bekomme? Wie ist es möglich, dass wenigstens jede Woche mal Geld reinkommt? Und wie ist es möglich, dass mal jeden Tag Geld fließt? Und dann ist was Interessantes geschehen, dass der Kopf dann gesagt hat, naja, am Wochenende kann ja kein Geld reinkommen. Am Wochenende ist ja kein Banktag. Also das war noch schon eine Weile zurück, aber ja, das geht alles.
Nach deinem Glauben wird dir geschehen. Und habe ich das von Anfang an als immer so hingekriegt? Nein, natürlich nicht. Das war auch etwas, wo ich mich drauf einlassen durfte, bis es dann mehr und mehr zur Lebenswirklichkeit wurde. Und wenn ich dann aber gemerkt habe, oh, da hakt es gerade mit dem Geldzugang und ich das Spiel mit mir selbst gespielt habe, finde den Fehler. Naja, meist war die Aufmerksamkeit mehr auf Ausgang gerichtet, auf Mangel. Und sobald ich das dann geswitcht habe und mein Sein wieder auf Empfang gestellt habe, konnte ich die Situation wieder ändern. Das haben wir immer selbst in der Hand. Ganz genau. Ganz genau. In diesem Sinne, danke, danke, danke für dein Dabeisein und schreib uns unbedingt deine drei größten Erkenntnisse jetzt aus dieser Folge in die Kommentare. Würden uns mega freuen, darüber zu lesen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, hören uns beim nächsten Mal, deine Madeleine. Und Und die Irmgard. von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken. Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna und Madeleine Viola Milina.